Im folgenden Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie den HS-CTU-Update-Downloader herunterladen und anschließend die Software installieren und einrichten. Wir befinden uns hier in dem Kundenbereich, klicken dementsprechend einmal auf Downloaden upgraden rechts unten. Auf dieser Seite werden unsere Software eingeblendet. In diesem Schritt ist uns nur der HS-ETU-Update-Downloader wichtig. Wir klicken rechts auf das Download-Symbol. Unten wird der HS-ETU-Update-Downloader Setup angezeigt. Den installieren wir einmal. Wir akzeptieren die Lizenzbedingungen, indem wir einmal das Kreuzchen hinsetzen und auf Installieren klicken. Der Setup wurde erfolgreich installiert. Wir schließen einmal die Seite und blenden unsere Webseite aus, beziehungsweise den Webbrowser. Hier erscheint das Symbol für den HS-CTU Update Downloader. Darüber könnt ihr die Software installieren und auch im gegebenenfalls updaten. Über den Reiter Updates können Sie die einzelnen Tools installieren. Bedeutet, wenn Sie nur den Energieberater brauchen für die Weiterbildung, den Kurs oder die Schulung, dann können Sie diesbezüglich auch nur den Energieberater herunterladen. Wenn Sie aber sagen, nein, ich möchte schon das komplette Schulpaket, also den ETU-Planer, wo alle Software integriert sind von Hotgenrot, dann laden Sie sich hier den ETU-Planer herunter. Ich zeige Ihnen an erster Stelle, wie Sie die einzelnen Tools herunterladen. Das machen wir hier am Beispiel von dem Energieberater 18599 und anschließend zeige ich Ihnen, wie Sie den ETU-Planer installieren und lizenzieren. Um den Energieberater zu installieren, klicken wir einmal hier auf das Kästchen links vom Energieberater und rechts unten auf Installieren. So. Wir klicken einmal auf Weiter, um den Energieberater Setup zu installieren, akzeptieren hier die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und anschließend auf Weiter. Hier wird Ihnen der Zielordner angezeigt, wo die Installationsdatei ist. Klicken auf Weiter und auf Installieren. Dieser Vorgang nimmt einige Sekunden bzw. vielleicht auch eine Minute in Anspruch. Nachdem die Installation von dem Energieberater Setup abgeschlossen ist, klicken wir einmal auf Fertigstellen. Und nun erscheint hier das Symbol des Energieberaters 18599 SQL. Den Energieberater öffnen wir einmal. Hier wird dann auch die Befristigungsdatum angezeigt. In diesem Falle ist das unbefristet, da es intern ist. So sieht dementsprechend die Maske aus. Klicken einmal auf Extras, Lizenz, Firmendaten, um das Programm zu lizenzieren. Rechts oben auf den Schlüssel Lizenz klicken. Hier ist unsere Kundennummer, die dann bitte dementsprechend auch hier auf der Maske überprüfen. Sie sehen auch gerade hier, das hat sich gerade auch verändert, dass früher eine alte, eine andere bzw. Kundennummer drin war. Die aktualisiert aber dementsprechend. Klicken einmal auf Lizenz nochmal. Hier wird nochmal die aktuelle Kundennummer angezeigt. Die sollte dann tatsächlich auch übereinstimmen. Bitte immer kontrollieren. Klicken unten auf Weiter. Die Kundennummer ist hier nochmal veränderbar. Klicken hier auf Online-Aktivierung. Wir haben in diesem Falle keine Aktivierungsdatei zugesendet bekommen. Klicken auf Weiter. Online-Aktivierung ist automatisch angekreuzt. Akzeptieren die AGBs. Anschließend auf Weiter klicken. Hier ist eine Liste der Produkte angezeigt. Sie sehen die Lizenzanzahl und das Ablaufdatum beim Energieberater. 18599 3D+ ist eine Schulungsversion, haben wir eine verfügbare Lizenz. So sollte es auch bei euch sein. Den Energieberater klicken wir einmal links an und klicken auf Weiter, nochmal auf Weiter.
Hier können Sie anklicken, ob Sie die Aktivierungsdatei sichern möchten. Das können Sie gerne machen. Und wir klicken am Ende auf Fertigstellen. Somit haben wir den Energieberater einmal lizenziert und klicken hier auf Übernehmen. Und wir sehen hier unten, es ist eine Schulungsversion, nicht für den gewerblichen Einsatz. Somit haben wir jetzt hier den Energieberater installiert und lizenziert und Sie können sozusagen anfangen zu berechnen. Den Energieberater schließen wir jetzt einmal. Im nächsten Schritt installieren wir den ITU-Planer. So, Sie sehen hier den ITU-Planer, also die anderen Software, die sind hier ausgegraut bei mir auf dem Rechner, dass sie schon bereits installiert sind. Also alle Software sollten hier bei Ihnen zur Verfügung gestellt sein, denen die mit ITU-Planer integriert sind. Die dann bitte dementsprechend alle anklicken und dann auf Installieren klicken. In unserem Falle klicken wir jetzt nur auf den ITU-Planer an das Kästchen links und klicken rechts unten auf Installieren. So, jetzt einmal auf Weiter. So, wir klicken hier, da wir den Energieberater Setup schon installiert haben, klicken wir hier auf Reparieren, nochmal auf Reparieren. Also im Idealfall sollte das bei Ihnen nicht so aussehen, sondern Sie werden tatsächlich direkt in die Installation weitergeleitet. Sollte jedoch diese Meldung kommen, da Sie schon mal eine Demo-Version auf dem Rechner vom Energieberater hatten und nun die Schulungsversion, also den ITU-Planer herunterladen, dann bitte genauso vorgehen, indem Sie zweimal auf Reparieren klicken. Dieser Vorgang dauert jetzt einige Sekunden. So, fertigstellen. Nun wird der ITU-Planer konfiguriert. Wir können gerne jetzt einmal auf Aktualisieren klicken und sehen nun, dass alle Programme hier ausgegraut sind, die in dem ITU-Planer beinhaltet sind. Somit haben wir alle Programme installiert. Wie bereits schon erwähnt, die anderen Programme, die hatten wir schon auf dem Rechner. So, jetzt klicken wir einmal den HSCTU-Update-Downloader weg. Hier erscheint das neue Symbol von dem ITU-Planer. Den klicken wir doppelt an, um zu öffnen. So sieht die erste Maske mit ITU-Planer aus. Der erste Schritt ist, dass wir einmal den Lizenzserver abschalten. Das machen wir, indem wir auf Extras klicken, dann auf Einstellungen unter Lizenzserver. Können wir hier den Lizenzserver anklicken, bzw. ankreuzen, um zu aktivieren oder abschalten. In diesem Falle ist er schon abgeschaltet. Dementsprechend nehmen wir jetzt nichts hier vor. Wenn das Häkchen hier gesetzt sein sollte und das so aussieht, dann bitte einmal das Häkchen entfernen, indem Sie auf das Kästchen klicken und auf OK klicken. Das ist die Information, dass wir den Lizenzserver einmal abgeschaltet haben. Somit ist der letzte Schritt, dass wir die Lizenzierung von dem ITU-Planer durchführen. Die Kundennummer nochmal zum Abgleich, dann auf Weiter, Online-Aktivierung, die Kundennummer nochmal, Weiter. Ich bin mit den AGBs einverstanden, ankreuzen bitte und schlussendlich auch weiter. Und hier wird uns auch die Lizenzanzahl von dem ITU-Planer Gold angezeigt. Sie sehen auch hier unter Info, dass es eine Schulungsversion ist. Unter Lizenzanzahl sollte eine 1 stehen. Sollten Sie es schon auf einem anderen Rechner installiert haben und lizenziert haben, dann wird unter Lizenzanzahl hier eine 0 stehen. Dann müssen Sie sich tatsächlich einmal bei uns im Vertrieb wenden, damit wir Ihnen ein Lizenzformular zusenden und diese Online-Aktivierung bei uns im System zurücksetzen. So, wir klicken diese Lizenz an. So, registrieren für den Namen, den können Sie natürlich auch verändern.
Die Aktivierungsdatei können Sie sichern. Hier ist auch der Pfad dazu. Fertigstellen. Und somit haben wir auch den ETU-Planer installiert und lizenziert. Und hier links sehen Sie dementsprechend alle Module, die in dem ETU-Planer integriert sind. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.